Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder Creepkill und heute starten wir zu einer neuen Folge. Ich habe jetzt schon 2 Siege in Folge gehabt und somit diese coole Kettenrüstung gekriegt und Äpfel und sogar, wie erwartet, ein Feuerzeug. Ich habe schon gewusst oder geahnt, besser gesagt, dass er eins gekriegt hat und dann hat er auch tatsächlich eins gekriegt. Naja. Also wir starten jetzt hier zur Runde 3. Und vielleicht geht der Kampf heute mal anders aus. Ich weiß ja nicht, was er in seiner Truhe findet. Okay, dann schreibe ich mal schnell los. Leg den Hebel um. Okay, Brote sind immer praktisch. Und da geht auch schon die Tür auf. So, ich habe Brote gekriegt. Einen Goldharnisch, also schon mal bessere Rüstung. Und eine Steinspitzhacke, gut, die bringt mir jetzt nicht so viel. Naja. Ich habe hier das letzte Mal das Feld angesetzt und das Witzige ist, Alter, nervt, ich komme nicht rein. Okay, ruhig, okay, ich bin drin. Das ist ja dadurch bewässert, weil hier außenrum Wasser ist, das ist ganz praktisch. Ein Kuhspawn-Ei habe ich auch noch gekriegt, das habt ihr in der letzten Folge gar nicht mehr gesehen. So ziehe ich mal gleich den Harnisch an. Ach, wie schick. Die Eisenspitzhacken und die Steinspitzhacken kann ich mal alle wegtun. Hier, das Steak auch und das Brot. Ja, das dürfte reichen. Ich bin so ein Idiot. Ihr werdet das piepen jetzt im Hintergrund. Okay. Das war bloß meine Stoppuhr. Ich habe nämlich vergessen zu starten am Anfang. Gut, dann sagen wir jetzt mal, haben wir noch 4 Minuten. Was wir dieses Mal machen könnten, wir könnten ein Gehege für die Kuh bauen. So, das sollte vorerst reichen. Machen wir mal Zäune. Wir müssen dann bloß aufpassen, dass der fiese 1, 2, 3, 4, 5, 6 nicht diese Kuh einfach umbringt. Gut. Ich muss das Gehege am besten etwas verstecken. Ja, ich setze es einfach mal hier hinten dran. Es muss ja nicht allzu groß sein. Das hier ist hier falsch. Das langt schon und hier setze ich noch das drauf. Ich weiß nicht, ob der jetzt dann hier über die Seite raus kann. Ich mache mal lieber noch einen Block hin. Und ich habe nämlich ein Feuerzeug und damit... Oh, wie süß. Damit werde ich sie dann jetzt gleich anzünden. Damit ich Steak bekomme. Und vermehren werde ich die nicht lassen, weil wir haben hier bloß eine... So, kurz anzünden und Feuer wieder wegmachen. Na komm, geh drauf. Nein! Ach man. Dadurch, dass ich jetzt zu Tode geschlagen habe, ist noch normales Fleisch rausgekommen. Naja. Wir haben noch ungefähr 1,5 Minuten. Wie gesagt, mein Timer war ja nicht auf 0 gesetzt. Und... Ah, perfekt. Die Eisen wurden gebrannt. Dann tun wir hier mal das rohe Rindfleisch noch rein. Was kann man denn aus Eisenbahn noch machen? Ich könnte mir eigentlich noch Stiefel und einen schicken Halm machen. Moment, machen wir erstmal... Ah, schade. Ein Eisen wird mir noch fehlen. Aber gut, dann haben wir... Ja, okay, das langt an Rüstung eigentlich erstmal. Wir könnten uns eigentlich... Was könnten wir aus 3 Eisenbahnen noch machen? Mal überlegen. Einmal haben wir schon. Wir könnten uns noch eine Eisenspitzhacke machen. Ja. Was Sinnvolleres finde ich jetzt dann nicht, was wir machen könnten. Perfekt.
dann mal wieder. Ach, das Feuerzeug, das behalte ich einfach im Inventar. Damit kann ich ihn anzünden. ja. Ich müsste mir mal noch. Ups. Eine zweite Truhe bauen. Und die Zeit wird knapp. Die Zeit wird knapp. Gut. So. Oh. Ja, stimmt. Hier oben ist wieder. So, jetzt ist ja genügend Platz für all den Bullshit, den ich hier noch im Inventar habe. Gut, die 14 Erde nehme ich mal noch mit. Und die Fackeln kommen dahin. Falls ich mich mal irgendwo hochbauen muss, ist es dann doch relativ praktisch. Hier, das Holz decke ich mal noch mit Erde ab, damit man das nicht anzünden kann. Aber das wird eigentlich sowieso nicht passieren. Denn ich bin nun der Master des Feuerzeugs. Gut, das Gehege da hinten lassen wir mal noch. Vielleicht können wir noch irgendein Tier anlocken. Und die Zeit ist um. Also, los. Das wird ihn jetzt überraschen. Und damit rennen wir jetzt auch mal los. Oder, ja, wir rennen. Ich sehe seinen Namen in sein Haus nicht. Der Idiot hat mich da runtergestürzt. Der ist fies, der Kerl. Ein Schwert in die Hand nehmen. Ah, jetzt ist er selber in seiner eigenen Falle gefangen. Pass auf, Kerl, dich zünde ich an. Nein, jetzt habe ich mich selbst angezündet. Ich bin doch doof. Nein. Mann! Wasser. Der Ball wird er sich jetzt. Na komm. Okay, das ist eine schlechte Idee. Wow. Okay, einfach nochmal. Und ha, und er brennt. Perfekt. Das ist das, was ich wollte. Er brennt noch weiter. Burned up in flames. Das heißt, das ist der dritte Sieg in Folge, Leute. Schon langsam wird's langweilig. Sollte ich ihn mal gewinnen lassen? Schreibt's mal in die Kommentare, ob es euch zu langweilig wird sonst. Okay. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal, wenn wieder ein Video kommt von diesen heroischen Battlen.